an der falschen Stelle geparkt, aber das wird jetzt für mich organisiert. Als allererstes möchte ich noch einmal sagen, dass es mir eine große Freude ist zu sehen, dass wir so viele Zuschauer und Zuhörer heute hier haben. Außerdem möchte ich noch ankündigen, dass wir eine kleine Änderung im Programm vorgenommen haben. Und zwar aus folgenden Gründen. Die von Ihnen und euch, die das Papierprogramm gelesen haben, haben wahrscheinlich schon gesehen, dass die wenigsten Menschen von den hier Anwesenden auch im Programm stehen, im gedruckten Programm. Auf der Website stehen auch Menschen, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Es gibt einen einfachen Grund dafür, wir hatten viele technische und Gesundheitsprobleme. Dorothy Guerrero, die uns heute hätte moderieren sollen, eine Frau von den Philippinen, hätte uns helfen sollen und ich vertrete sie heute. Mein Name ist Christophe Aguiton, ich arbeite bei ATTAC Frankreich und ich werde dieses Treffen jetzt moderieren. Das war aber eigentlich nicht meine Aufgabe. Dorothy konnte heute nicht hier sein, weil es Visaprobleme gab. Sie ist seit vielen Jahren legal im Vereinigten Königreich und hat aber auch nach mehreren Wochen noch kein Visum bekommen, um in die Schengen-Staaten einreisen zu können. Es ist oft schwer für Menschen in diese Gegenden einzureisen. Es ist Ihnen wahrscheinlich schon aufgefallen. Wir hatten drei Menschen aus Senegal und Togo, die einreisen, die wir eingeladen hatten, und nur einer von ihnen hat eine Einreise ermöglicht bekommen. Nur um nochmal zu unterstreichen, welche Schwierigkeiten wir oft haben, Menschen in diese eher weißen Gegenden einreisen zu lassen. Das Programm im Web nennt auch noch Susanne Ebach und Julia Jurschenko. Julia Jurschenko ist eine ukrainische Aktivistin und Forscherin, die in der Schweiz lebt. Assam Rehman ist ein wichtiger Aktivist, der auch bei der Glasgow-Koalition mitgearbeitet hat. Und dann hatten wir noch einen Aktivist, eine Aktivistin, Susanne Steban-Servat. Und dieser Mensch ist leider krank geworden. Es ist glücklicherweise nichts Schweres, keine schwere Krankheit, aber deswegen sind wir leider eine etwas andere Panel-Zusammensetzung heute. Wir haben einen deutschen Professor und wesentlichen Klimaaktivisten. Dann haben wir neben mir Simona sitzen, die in Italien gegen Klimaprobleme vorgeht. Dann haben wir hier neben mir noch ein paar Leute sitzen. Wir haben Seban, der seit einer Weile in Deutschland lebt und mit verschiedenen Organisationen arbeitet, nicht mit Greenpeace, aber mit ein paar anderen. Vorher in Argentinien ist er gegen das Fracking in seiner Region vorgegangen und ich werde später noch einmal darauf zu sprechen kommen. Dann haben wir noch Danny Willis, der in Großbritannien für Klimaschutz arbeitet und letztes Jahr in Glasgow mitgearbeitet hat. Und dann haben wir noch eine weitere Freundin hier, die bei 350.org mitgearbeitet hat. Sie ist jemand, die Themen Intersektionalität und aber auch andere Standpunkte noch weiter in unsere Bewegung mit reinbringen kann. Sie arbeitet in verschiedenen Kampagnen zu Klimathemen mit und lebt in der Schweiz. Das sind die Menschen, die heute sprechen werden. Um noch ein weiteres Problem hinzuzufügen, wird Payal um 3 ungefähr gehen müssen, weil wir auf dem Programm gesehen haben, dass viele Menschen fehlen und wir haben dann spontan gesagt, es wäre schön, wenn du noch hier wärst. Und Payal wird als Erste sprechen und ein wenig vor 3, noch bevor alle fertig sind, gehen müssen. Wenn es also Fragen gibt, die direkt an Payal gehen, würde ich darum bitten, dass diese früher gehalten werden, bevor sie dann abreisen muss. Dann haben wir noch jemanden, der um Punkt 4 gehen muss.
Wenn wir noch nicht durch sind, dann nicht überrascht sein, wenn er dann einfach aufsteht und geht. Ja, und jetzt gebe ich Payal das Wort. Jede Rednerin, jeder Redner wird maximal 10 Minuten haben. Nach Payal haben wir Simona, dann Esteban, dann Daniel und dann werden wir noch einmal ein bisschen zusammenfassen. Und dann kann Payal vielleicht noch einfach Fragen beantworten. Keine Fragen? Okay. Dann darfst du. To be here. Es ist mir eine Freude, heute hier zu sein. Ich bin vor ungefähr einer halben Stunde hier angekommen. Und dann habe ich festgestellt, dass ich etwas sagen darf. Wenn es also sehr langweilig ist, dann bitte ich um Nachsicht. Die Klimabewegung hat in den letzten 3 Jahren in Europa, aber auch, wo ich ursprünglich herkomme, in Indien, mehrere Höhepunkte und Tiefpunkte erlebt. Die ganzen jungen Menschen, die 2018 angefangen haben, Greta Thunberg zu folgen und Fridays for Future mit voranzubringen. Das war das erste Mal, dass ich gedacht habe, wow, wir wachsen, unsere Bewegung wächst und wir werden Dinge ändern können. Und dann kam Corona und alle waren zu Hause und konnten nicht mehr raus. Und viele Menschen haben diese Krankheit nicht überlebt. Vor allem im globalen Süden. Und jetzt versucht unsere Bewegung wieder Schwung zu sammeln. Denn diese Bewegung wurde natürlich auch stark von Covid getroffen. Deswegen freue ich mich zu sehen, dass so viele Menschen heute hier sind. Aber wir wissen, dass wir auch noch viel mehr Menschen brauchen, die sich für dieses Thema einsetzen, bevor wir etwas ändern können, bevor wir diese Krise abwenden können. Nicht nur, um CO2-Ausstöße zu verhindern, sondern auch, weil wir hier mit einer großen Ungerechtigkeit zu tun haben, weil wir den Neokolonialismus haben. Weil jeder Mensch das Recht auf Leben hat und das Recht auf eine hohe Lebensqualität. Deswegen freue ich mich darauf, von Professor Brandt über seine Arbeit zu hören. Die Arbeit, die er zu diesem Thema getan hat. Und dann freue ich mich noch auf Simonas Beitrag zum gerechten Übergang und zur Arbeit mit den verschiedenen Bewegungen. Denn das ist eine wesentliche Aufgabe, wenn es um Klima und Nachhaltigkeit geht. Denn hier haben wir noch viel Arbeit vor uns, dass wir die Zusammenarbeit international fördern. Ich weiß auch, dass wir noch über den Green New Deal hätten sprechen können, aber das ist noch ein Thema, das wesentlich ist und vorangebracht werden muss. Ich bin also sehr gespannt, was wir hören werden und freue mich zu sehen und weiß, dass wir viel tun können, aber gleichzeitig macht es mich irgendwie traurig, zu so Veranstaltungen zu kommen, weil es so viele weiße Gesichter sind und so wenige, die andere Hautfarben haben. Denn allein in kleinen Gruppen werden wir diese Krise nicht abwenden können. Wir müssen gegen die fossile Industrie vorgehen, wir müssen gegen eine riesige Industrie vorgehen, die viel Macht hat und viel Geld. Und wir haben keins davon. Aber wir brauchen Macht. Und die einzige Art, die ich kenne, wie Bewegungen an Macht gewinnen können, ist, wenn sie größer werden. Aber all das wird nicht funktionieren, wenn wir nur mit Menschen sprechen, die so aussehen wie wir, die sowieso schon so handeln wie wir. Wenn wir sagen, wir haben ein Treffen, alle dürfen dazukommen, das ist nicht die Art, wie das funktionieren wird. Es gibt immer noch viele Menschen, die sich nicht dabei wohlfühlen, in diese Räume zu kommen und mitzureden. Und ich spreche nicht über diese Themen, weil ich möchte, dass wir woke sind. Aber ich möchte, dass wir uns für unsere Werte einsetzen. Offen zu sein, transparent zu sein. Und unsere Bewegung ist das noch nicht. Ich spreche auch darüber, weil ich es nicht mag, zu verlieren. Ich bin ein schlechter Verlierer. Ich möchte gewinnen. Und die effektivste Strategie, die ich kenne, um zu gewinnen, ist, unsere Bewegung zu öffnen, mehr Menschen mit an Bord zu holen. Warum sind da so wenige Menschen aus der Arbeiterschicht hier? Es gibt Menschen von Fridays for Future und in der Schweiz, wo ich das kenne, gibt es fast niemanden, der nicht weiß ist, fast niemanden, der nicht aus der Schweiz ist, fast niemanden, der nicht von Schweizer Eltern geboren wurde. Und wir haben eigentlich niemanden, der nicht irgendwo in der Uni
zu Hause ist. Es gibt wenig Menschen dort in unserer Bewegung, die praktische Fähigkeiten haben, die eine Ausbildung gemacht haben. Menschen, die 3 Tage die Woche arbeiten und noch 2 Tage die Woche in eine Schule gehen, die haben vielleicht nicht mehr so viel Zeit dafür, aber wir brauchen sie in unserer Bewegung. Denn sie müssen uns auch sagen, was wir ändern können, was andere Strategien sind, die wir anwenden können. Denn es ist eine Realität, wir streiken seit über 3 Jahren. Aber alle wissen, dass das, was sie tun, jetzt nicht mehr so viel Folgen hat, wie es das mal hatte. Und deswegen ist es wesentlich, jetzt neue Menschen mit in diese Bewegung einzubeziehen. Und wenn wir darüber sprechen, unsere Bewegung zu öffnen, dann bedeutet das nicht, dass die Bewegung nicht dann weniger fokussiert wäre. Es bedeutet einfach nur, dass wenn wir gewinnen wollen, dann brauchen wir auch sehr viele verschiedene Menschen, die sich der Bewegung zugehörig fühlen oder sie zumindest unterstützen. In meinem Büro gibt es jemanden, der nicht besonders links ist. Es ist jemand, der in der Schweiz in der Klimabewegung aktiv ist. Und nur weil jemand in seiner näheren Umgebung sich für den Klimaschutz interessiert hat, hat er angefangen, selber auch in dieser Bewegung mitzumachen. Und deswegen ist es wichtig, mit anderen Menschen zu sprechen, zu sagen, warum dieses Thema relevant ist. Andere Menschen zu fragen, was das Thema für sie bedeutet, welche Auswirkungen es für sie hat. Und auch wenn sie dann nicht sagen, ich werde zu jedem Meeting kommen und zu jeder Demo, es ist einfach unwahrscheinlich. Aber in der Schweiz haben wir jetzt eine Gruppe von migrantischen Frauen, die für uns kochen, wenn wir uns treffen. Und das ist ihre Art, dazu beizutragen. Viele von ihnen sind Geflüchtete, die nur ein einjähriges Visum haben. Sie können also vielleicht nicht auf lange Sicht helfen, aber sie kochen für uns und das ist, was sie uns angeboten haben, weil wir mit ihnen gesprochen haben und so können sie sich einbringen. Ein paar Beispiele vielleicht noch. In der Schweiz hatten wir ein Referendum und dann ein CO2-Gesetz. Die Rechten haben sich geweigert, in die ländlichen Gegenden zu gehen. In den ländlichen Gegenden wohnen vor allem ärmere Menschen mit weniger Bildung. Und was passiert ist, sie haben dieses Referendum verloren. Die Schweiz hat jetzt kein Klimagesetz. Und das ist passiert, weil sie das Gefühl hatten, dass es Menschen gibt, zu denen sie nicht sprechen müssen, weil sie es nicht wert sind. Wie kann es also sein, dass wir immer über 1%, über 10% sprechen, die das Problem sind, aber wir sprechen dann nicht zu Menschen, die arm sind, weil sie nicht immer unserer Meinung sind? Es gibt so viele Dinge, die wir dann verlieren. So haben wir einen ganzen Teil der Bevölkerung einfach vernachlässigt. Ich kann mich über Rassismus und Diskriminierung aufregen und traurig sein, aber ich glaube, dass Menschen an sich gut sind und wir müssen die Chance nutzen, das herauszufinden. Ich hoffe also, dass ich euch überzeugen konnte, dass wir das wirklich tun müssen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir jetzt überlegen, welche sind die Gemeinden, die Regionen, mit denen wir noch sprechen müssen? Die Gemeinschaften, wen kennen wir? Wie können wir mit diesen Menschen sprechen? Es ist nicht leicht, es ist schwierig zu entscheiden, wir möchten mit komplett neuen Gemeinschaften sprechen. Und es dauert eine Weile, diese neue Beziehung aufzubauen und das Vertrauen zu gewinnen. Aber wenn man am Anfang langsam anfängt, und wenn man bereit ist, es auszuprobieren und wirklich Kontakt aufzunehmen, dann kann man etwas verändern. Denn plötzlich gibt es eine komplette neue Gemeinschaft, die sich für das Klima interessiert, für Folgen davon. Und was ich zum Schluss noch sagen möchte, ist, dass ich eher aus der aktivistischen Fraktion komme. In Indien habe ich einer Bewegung angehört, in der wir viele illegale Aktionen durchgeführt haben. Ich weiß aber heute, dass das allein nicht den Unterschied machen wird. Wir brauchen Menschen, die forschen. Wir brauchen Menschen, die in der Lobby aktiv sind. Wir brauchen die Menschen,
die für uns kochen, während wir uns in einem Camp treffen. Wir brauchen die Menschen, die sich um die Aktivisten kümmern, die eine Klimadepression erleiden. Und wir müssen akzeptieren, dass wir all dies brauchen, all diese Menschen brauchen. Wir müssen diese Synergien verstehen. Und dann können wir eben nicht mehr die ganze Zeit darüber streiten, welche eine Strategie besser sein wird. Denn wenn wir uns nur auf eine Sache konzentrieren, werden wir nichts ändern können und auch nicht gewinnen können. Wir müssen also verändern, was wir tun, damit wir gewinnen können. Thanks a lot. Vielen Dank, Bayan. Das war eine wunderbare Rede und wir werden ein bisschen Zeit am Ende haben, um noch ein paar Fragen zu stellen. Jetzt wird Simona Fabiani sprechen von CGEL aus Italien, wo sie seit 10 Jahren arbeitet und Policy Development macht. Und sie hat auch bei COP mitgearbeitet. Es wird eine PowerPoint-Präsentation geben. Das heißt, du kannst dich ein bisschen umdrehen. Hallo. Ich bin sehr froh, heute hier zu sein. Und Entschuldigung für mein Englisch, ich werde versuchen, so klar wie möglich zu sein. Gerechter Übergang ist Schlüssel für die Klimabewegung und für soziale Gerechtigkeit, um sehr schnelle und gefährliche Exit aus den fossilen Energien zu kommen. Daher müssen wir mit den Communities arbeiten, die von diesen Ressourcen abhängen. Es gibt oben ein offizielles Dokument, was Sie sehen können. Kleines technisches Problem. Entschuldigung. So sorry. Entschuldigung. Im letzten Jahre war die gerechte Übergang ein Konzept, was über Veränderung und Energieveränderung sich darauf fokussiert hat. Es geht hier um eine radikale Veränderung des ganzen Systems. Es geht um Dekarbonisation, Menschenrechte, Racial Justice, Klimagerechtigkeit, Gendergerechtigkeit, die Rechte für indigene Bevölkerung, für Communities und für Leute mit Migrationsgeschichte. Wir brauchen konkrete Pläne und Ressourcen, um die Veränderungen herbeizubringen. Wir brauchen neue Arbeitsplätze, wir brauchen mehr soziale Sicherheit, mehr Bildung. Wir brauchen weniger Arbeitsstunden und bessere Bezahlung. Um soziale Verarmung zu vermeiden, müssen wir gegen Energieverarmung arbeiten. Wir müssen als Gesellschaft investieren, strukturell, und wir müssen kollektiv an das Problem herangehen, um Transportsysteme zu etablieren und mehr Energiegerechtigkeit zu schaffen. Die 2030 Agenda für Sustainable Development bedeutet nicht nur, dass es um Ökonomie geht und um Wachstum. Es geht darum, dass es dem Planeten und den Menschen gut geht, dass alle Menschen respektiert werden, dass der Planet respektiert wird und dass Menschen ein Recht auf Gesundheit haben. Die Probleme, die wir begegnen müssen, ist Kolonialismus, Rassismus und viele andere interkonnektierte Probleme und strukturelle Benachteiligungen. In der 2030 Agenda gibt es das Ziel 8,5, in dem es darum geht, dass immer mehr Menschen, Frauen und Männer im gleichen Maße
Arbeitsplätze bekommen und gleich bezahlt werden. Wir sind sehr weit davon weg, dass alle einen Arbeitsplatz haben, und es gibt große intergenerationale und Gender-Ungerechtigkeiten, auf die wir aufmerksam werden müssen. Die Umweltwende ist ein riesiger Job. Jedes Jahr gibt es mehr Daten über die Umwelt- und Energiewende, und es gibt insgesamt 14 Millionen neue Arbeitsplätze, die geschaffen werden könnten. Das heißt nicht, dass der Übergang, ein gerechter Übergang, einfach wird. Wir sind immer noch in einer Zeit, in der fossile Energien prädominieren und es viel sehr intensive Agrikultur gibt. Für Arbeiter und Arbeiterinnen, die dadurch durch die neue Umweltpolitik ihren Job verlieren, kann es dramatische Auswirkungen haben. Daher brauchen wir große Eingriffe in den öffentlichen Sphären, von politischen und ökonomischen Sphären, um zu garantieren, dass alle weiter Zugang zu Gesundheitssystemen haben und zu Weiterbildung. Wir sind in einem Notstand, in einem Klimanotstand, und es ist unvermeidlich, direkt zu agieren. Wir tun nicht genug hinsichtlich der Krieges in der Ukraine, und wir erlauben, dass dieser Konflikt die Energiewende verlangsamt. Wir gehen zurück zu Kohle und nuklearen Energien, Atomkraft. Der IPCC-Report hat nochmal klar gemacht, dass es unvermeidlich ist, dass wir jetzt agieren müssen, um eine riesige Katastrophe zu vermeiden. Wir sind im Moment extremst weit weg von dem 1,5 Grad Klimaerwärmung-Ziel. Im Moment tun wir 6-mal weniger in erneuerbare Energien, als wir eigentlich müssten. Es gibt in keinem Sektor die adäquaten technologischen Innovationen, die die Ziele noch erreichbar machen könnten. Das Geld, um diesen Mangel an Investment zu füllen, ist da, aber es wird im Moment in fossile Energien investiert, anstatt in neue Technologien. Menschenrechte sind sehr nah und sehr verworren mit der Klimabewegung und mit dem Klimanotstand, in dem wir gerade sind. Das Paris-Abkommen sagt, dass Menschenrechte Schlüssel sind in der Energie, in der Klimawende. Und der COP27, der aufkommt, macht es nochmal klar. Friedliche Proteste werden in Ägypten nicht garantiert sein können wegen des aktuellen Regimes. Und Aktivisten können nicht ihre Meinung ausdrücken. CGIL, der Syndikat aus Italien, hat entschieden, nicht teilzunehmen, um ihre Position gegenüber der UN und deren Entscheidung, den COP27 in Ägypten zu halten, auszudrücken. Die Ressourcen unseres Planeten sind limitiert. Wir konsumieren viel zu viel, und es gibt riesige Ungleichheiten, in welche Länder für was verantwortlich sind, wie man hier oben sieht. Dieses Jahr haben wir am Juli, 28. Juli 2022, alle Ressourcen benutzt, die wir hätten in einem Jahr eigentlich hätte benutzen müssen. Die Variation zwischen den Ländern ist extrem unterschiedlich, wie man hier oben links sieht. Länder wie die USA und Europa überkommen diese verwenden 14,4 mal die Ressourcen wie die meisten afrikanischen Länder. Diese Dynamiken sind Produkt von kolonialen und neokolonialen Dynamiken, die Bevölkerungen im ganzen afrikanischen Kontinent schädigen. Wir brauchen eine radikale Veränderung des Systems. Wir brauchen zirkuläre Wirtschaft, wir brauchen Gesundheitswesen. Wir müssen weg von der Konsumationskultur, und wir müssen immer mehr die Gesundheit und das Wohlbefinden der Bevölkerung priorisieren.
Wir müssen den Planeten und die Menschen, die auf ihm leben, respektieren. Veränderungen werden nicht kommen, indem wir den Regeln der Ökonomie und des Finanzsystems folgen. Wir brauchen Gesundheitswesen, Bildung und all diese Dinge dürfen nicht zu Verkauf stehen. Wir brauchen demokratische Repräsentation von Arbeitern und Arbeiterinnen. Wir brauchen eine starke zivile Bevölkerung, soziale Bewegungen und Communities, die zusammenarbeiten, um sich selbst vertreten zu können und für ihre Rechte einstehen zu können. Das Klima und die Klimabewegung hat großes Potenzial, soziale Gerechtigkeit herbeizubringen. Und wenn wir Geschichte anschauen, brauchen wir stärkere Repräsentationen und mehr organisationelle Kapazität, gerade in den betroffenen Communities. CGIL hat ein paar Strategien entwickelt, um Klima, soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit zusammenzubringen. Wir sind entschieden, soziale Gerechtigkeit in alle unsere Arbeit als Syndikat hineinzubringen und starke Verbindungen und starke Prozesse für demokratische Teilhabe zu schaffen. Hier ein paar Beispiele von dem übergreifenden Zusammenarbeit von verschiedenen Kategorien. Zum Beispiel arbeiten wir mit Leuten in den öffentlichen Institutionen, die in Industrie arbeiten oder in der Landwirtschaft. Wir glauben an Sustainable Development, die eine gemeinsame Herangehensweise zwischen lokalen und nationalen Autoritäten führen kann. Wir arbeiten mit internationalen und italienischen Syndikaten, um gemeinsam eine Bewegung zu schaffen, eine soziale Bewegung, die unter anderem Fridays for Future unterstützt. Vielen Dank. Very useful. Dankeschön, Simona. Und jetzt darf Esteban sprechen. Wie ich schon gesagt habe, ist er aus Argentinien hergekommen und hat dort in einer Bewegung mitgearbeitet, die gegen Fracking vorgeht, in Vaca Muerta. Er wird Englisch sprechen für 10 Minuten und danach haben wir 10 Minuten lang die Möglichkeit, auf Fragen einzugehen, vor allem Fragen für Payal. Wenn jemand also eine Frage direkt an Payal hat, dann bitte dann stellen. Wir haben später noch eine generelle Diskussion. Wir haben hier vorne zwei Mikrofone stehen. Wenn es Fragen direkt für Payal gibt, dann könnt ihr die gerne gleich stellen, nachdem Esteban gesprochen hat. Esteban. Danke, Christopher. Danke für die Einladung. Ich wurde zur ESO eingeladen, auch durch die Arbeit, die ich bisher getan habe, der Widerstand gegen Fracking überall auf der Welt. Und ich möchte von der Arbeit erzählen, die wir leisten. Ich kann Simone und Payal nur zustimmen. Wir im globalen Süden werden für Europa geopfert. Wir sind das Opferlamm, damit Europa dann Gas hat. Bei uns wird gerodet, bei uns werden Minen ausgeschlachtet. All das macht die Situation immer hoffnungsloser. Ich war eigentlich kein Aktivist. Ich habe in ländlichen Gegenden in Argentinien, in Mendoza im Westen, eine Gemeinschaft aufgebaut. Es ist eines der größten Ölbassine auf der gesamten Welt. Dieses Ölbassin ist eigentlich auch eine Kohlenstoffbombe. Und viele dieser Ölvorräte werden aber von Europa ausgebeutet, mit der Unterstützung von europäischen Regierungen, vor allem aus Deutschland. Und ich würde mal fragen, wer hier kennt den Namen des größten deutschen Ölunternehmens? Eine Hand hoch? Ja,
Ist das nicht verrückt? Ich habe eine Hand gesehen. Ja, danke schön. Verzeihen, die Dolmetscher haben leider den Namen nicht gehört. Ja, in Kassel und in Hamburg ansässig. Und als ich vor 2 Jahren nach Deutschland gekommen bin, wusste niemand, nicht einmal die Klimaaktivisten, kannte den Namen dieser Organisation. Den Namen dieser kriminellen Vereinigung, dieses kriminellen Unternehmens, das in Argentinien Fracking betreibt. Sie arbeiten in allen möglichen Unternehmen überall auf der Welt. Und diese Hypokrisie, dieser doppelte Moralboden in Europa, das ist etwas, was enden muss. Und etwas, was wir tun können, ist, dass wir große Unternehmen daran hindern müssen, dass sie Fracking an anderen Stellen der Welt betreiben, wenn es ihnen hier ja schon verboten ist. Wir haben in Argentinien ein Dokument geleakt. Wir haben von einem Whistleblower ein Dokument bekommen, haben dann EcoLeaks gegründet, eine Plattform, ähnlich wie WikiLeaks. Wir haben dieses Dokument dann veröffentlicht und das hat dazu geführt, dass es große Revolten gab, Protestbewegungen in Mendoza und in anderen Gegenden. Wir haben eine große Mobilisierung der Bevölkerung gesehen und eine große öffentliche Diskussion. Ich bin in Argentinien also die Person geworden, die die meisten Klagen wegen meines Vorgehens gegen Fracking bekommen hat. Die Regierung arbeitet eigentlich auch nur für die Unternehmen und hat sich dann angeschlossen. Alle Menschen im globalen Süden, die sich für den Landschutz, für den Wasserschutz eingeben, sie werden verfolgt, gefoltert und umgebracht. Das passiert in vielen Ländern und alles passiert nur, damit in Europa das Leben so weitergeht, wie die Menschen es gewöhnt sind. Und wir haben also entschieden, dass wir uns auf die internationale Zusammenarbeit und Solidarität konzentrieren wollen, weil wir gemerkt haben, was für eine Blase das teilweise ist. So wie Payal das auch gesagt hat. Sie hat zwar das Wort Blase nicht gehört, aber eigentlich ist es eine Blase, aus der wir ausbrechen müssen. Und wir haben gesehen, dass es natürlich Menschen gibt, mit denen es schwerer ist zu sprechen, weil es geografische Grenzen gibt, weil es Sprachbarrieren gibt. Aber wir müssen das tun, denn dieser Kampf ist ein internationaler Kampf. Und diese Krise ist auch das Ergebnis von den ganzen Blasen, die wir überall haben, von dieser Selbstsucht, die in diesem System eben auch weiter propagiert wird, dieser Individualismus. Deswegen haben wir mit Ende Gelände zusammengearbeitet, haben mit kleinen Grassroots-Movements überall auf der Welt zusammengearbeitet. Einfach um all diese Kämpfe auch in Europa sichtbar zu machen, um zu zeigen, wie viele Menschen ihr Leben lassen, weil sie sich im Kampf für diese Themen einsetzen. Wasser wird überall auf der Welt privatisiert, wird von Leuten auf der Wall Street gehandelt. Und es ist schockierend zu sehen, dass es in Europa so viele Menschen gibt, die das nicht wissen. In Deutschland gibt es auch eine Dürre. Auf dem Rhein können fast keine Schiffe mehr fahren. Das ist also ein Thema, was auch in Europa sein müsste, präsenter sein müsste. Wasser ist wesentlich. Wasser ist eine Lebensgrundlage. Ja, wir kämpfen für 1,5 Grad, das ist in Europa, das sind all die Themen hier. Aber wir kämpfen um unser Leben. Und ja, ich bin persönlich auch ein Unterstützer von 1,5 Grad. Aber wir müssen weit darüber hinausgehen. Denn es kann nicht sein, dass wir die ganze Zeit verlieren. Denn das ist, was wir gerade tun. Wir haben schon auf dem Weg, schon bei unserem Kampf jetzt gemerkt, dass wir es niemals schaffen werden, wenn wir jedes Hindernis einzeln überwinden müssen. Wenn man gegen Fracking vorgeht, wenn man gegen Minen und Ausgrabung und das Ausschöpfen unterirdischer Wertstoffe vorgeht. Es ist schwer. Vor allem, weil auch oft versucht wird, die Arbeiter in diesen Stellen gegen die Aktivisten aufzubringen. Und das führt dazu, dass sich die Gesellschaft wieder teilt und spaltet. Und wir sehen jetzt oft, dass viele Umweltbewegungen auch ihre Macht überschätzt haben. Die Gruppen, die wirklich uns weiterbringen können, sind die Arbeiter. Die Arbeiter sind die, die durch ihre Streiks, durch ihren Einsatz die meisten der Rechte errungen haben, die wir heute haben. Sie haben für all das schon gekämpft, was wir in den Umweltbewegungen jetzt noch erkämpfen wollen. Wir müssen sie also um uns scharen. Wir müssen mit ihnen zusammen kämpfen für den Klimaschutz. Aber niemand weiß, wie wir die Arbeiterinnen und Arbeiter mit auf unsere Seite holen. Das ist die große Millionen-Dollar-Frage jetzt. Wie schaffen wir es, sie
mit uns zusammenarbeiten zu lassen. Wir müssen zusammen gegen Fracking kämpfen, aber keiner weiß, wie wir das schaffen. In Argentinien zum Beispiel haben wir stark mit Schulden zu kämpfen. Schulden sind ein Thema, auf das in den Klimabewegungen nicht oft angesprochen wird. Obwohl viele von uns hier, Daniel und andere, viel auch mit Schulden zu tun haben. Diese sind oft ein Resultat von kolonialistischen Strukturen. Bei uns zum Beispiel ist das durch das kolonialistische Verhältnis zu Spanien zustande gekommen. In den 1920ern gab es schon erste Geldverschiebungen und Schulden, die heute daraus entstanden sind. Es ist teilweise sehr günstig, an anderen Orten in der Welt Geld zu leihen. Hier zum Beispiel. Für Europa ist es einfach, Geld zu leihen. Die Zinsen sind niedrig. Aber im globalen Süden sind die Zinsen, die wir zahlen müssen für Kredite, unglaublich hoch. Es ist also schwer für uns, hier weiterzukommen, von den Schulden loszukommen. Und das ist ein wichtiger Zusammenhang auch mit der Umweltkrise. Das ist etwas, was in vielen Gegenden stark mit dem Erstarken der kompletten Industrie rund um die fossilen Energien zusammenhängt. Menschen sind gezwungen, weiter Dinge zu fördern und anzubauen, abzuholzen, die dann in den Norden verschifft werden. Und wir haben also gefunden, was der gemeinsame Nenner ist. Die Arbeiter und Arbeiterinnen. Es wird schwierig sein, auch in Europa mit den Arbeitern und Arbeiterinnen zusammenzukommen. Aber im globalen Süden, wenn man mit den Arbeitern über die Klimakrise spricht, dann bekommt man ihre Aufmerksamkeit. Sie hören zu. Fracking oder auch Bergbau sind Themen, mit denen sie nicht unbedingt direkt zu tun haben. Aber sie sind bereit, uns da zu unterstützen. Und wenn wir ihnen erzählen, was passiert, obwohl wir uns damit oft auch auf illegalem Terrain bewegen, dann verstehen sie, wovon wir reden. Und wir müssen diese Bewegung also im globalen Süden auch aufbauen. Wir müssen das zusammen mit den Gruppen im Norden machen. Es gibt eine Gruppe namens Debt for Climate, Schulden fürs Klima. Es ist eine Gruppe, info@debtforclimate.org. Und was sie tun, diese Gruppe, ist, dass sie dafür kämpfen, dass die Schulden im globalen Süden erlassen werden, damit wir uns für einen gerechten Übergang einsetzen können. Es gibt Billionen Dollar Schulden, die der globale Süden dem globalen Norden schuldet. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass wir einen gerechten Übergang möglich machen könnten, durch den Erlass dieser Schulden, dieser finanzielle Kolonialismus, der das im Endeffekt eigentlich ist. Heutzutage sind es keine Armeen mehr, sondern wir haben Schulden, wir haben die Weltbank. Das ist der heutige Kolonialismus. Wenn wir diese riesigen Summen nicht an den globalen Norden zahlen müssten, dann müssten wir auch nicht weiter die fossilen Energien weiterbringen. Es ist das erste Mal jetzt, dass diese Kampagne sich auch mit dem globalen Süden befasst hat. All diese Ziele, 1,5 Grad und andere, sind wichtige Ziele, die wir respektieren und unterstützen. Aber bis jetzt haben wir uns nicht repräsentiert gefühlt, wenn wir uns die Agendas der globalen Kampagnen angucken. All die Aktivisten und Aktivistinnen in Europa, sie können helfen, aber im Moment sind sie sehr auf Europa selbst konzentriert. Und wir brauchen die Arbeiterinnen und Arbeiter, die sich da mit engagieren. Wir haben dieses Jahr schon ein paar Dinge hier in Angriff genommen. Wir haben eine Aktion gemacht und versucht, uns der Weltbank entgegenzustellen mit einer Gruppe, die versucht, diesen Schuldenerlass zu bewirken. In Argentinien zum Beispiel haben die Gewerkschaften in Buenos Aires eine riesige Versammlung einberufen, eine riesige Menge arbeitender Arbeitnehmer, die protestiert haben und sich für das Klima einsetzen. Das werden wir am 14. Oktober das nächste Mal machen, denn dann gibt es das Treffen der Weltbank. Und zur gleichen Zeit treffen sich auch wichtige Figuren der Finanzwelt in Indonesien. Dann gibt es kurz danach den 35. Geburtstag des Assassinats von Thomas Sankara. Und wir kämpfen in diesem Rahmen für den Schuldenerlass des globalen Südens. Und wir müssen irgendwie auch sehen, dass die europäische Bewegung da ein wenig ein Gefühl für die Realitäten brauchen kommt und Zurückhaltung gewinnt und den globalen Süden mit betrachtet. Wir müssen über unsere eigene Blase hinausschauen.
über diesen Tellerrand rüberkommen. Wenn wir uns zusammentun, dann haben wir eine wirkliche Chance, tatsächlich etwas zu ändern. Dankeschön. Thank you. Vielen Dank. Vielen Dank, Esteban. Also, es gibt eine Person, die gerade noch eine Frage an Payal stellen möchte. Sonst jemand? Beitrag, weil ihr ergänzt euch ja auch. Ich würde euch voll darin unterstützen, in der Meinung, dass, sag ich mal, ich kann jetzt nur von Westdeutschland sprechen, wir uns mehr um unsere Sorgen damit beschäftigen, als mit dem, welche Auswirkungen das für den globalen Süden hat. Und ich denke, gerade jetzt im Moment ist eine sehr entscheidende Phase, wo mit dem Argument weg vom russischen Gas wir auf einmal wieder zurück zur Atomkraft, zu Flüssiggas oder eben auch unser Bundeskanzler in Kolumbien mit dem Präsidenten, dem vorherigen Präsidenten, kann ich zum Glück mittlerweile sagen, gesprochen hat, ihr müsst eure Kohleförderung erweitern, damit wir in Deutschland genug Kohle kriegen, um hier einen warmen Winter zu haben. Ich finde das erschütternd und ich finde es noch erschütternder, dass eigentlich, sag ich mal, von den Klimabewegungen dazu eigentlich gar nichts kommt. Also, dass wir jetzt dann wieder mehr Kohle aus Südafrika kriegen. Also, es ist ja jetzt unabhängig davon, welcher Kontinent, es geht ja ums Prinzip. Und in Kolumbien, also da hat es immer schon eine Solidaritätsbewegung ganz lange gegeben in Deutschland, gegen Blutkohle hieß das, glaube ich. Aber das hat auch wenig Resonanz gehabt. Ne? Also die Frage ist, gibt es konkret Ansätze, die sich auch nicht nur auf ein Land, ein Projekt beziehen, also wie meinetwegen Kohleförderung in Kolumbien als Beispiel, sondern was so ein bisschen globaler ist, das heißt, was, ja, wie beutet im Prinzip der Norden den Süden aus? Thank you. Thank you. Wo können wir uns da zusammenfinden? Yeah. Okay. Payal. Vielen Dank. Payal, du kannst jetzt antworten und verpasst deinen Zug bloß nicht. Sie ist eine wichtige Frage. Ich würde sagen, aber schauen Sie, es gibt überall, Solidarität ist wichtig und das muss wirklich sein, dass von Norden zum Süden, dass man das wirklich auf Augenhöhe macht, oder? Und, aber auf der anderen Seite, was ich kann sagen, ist, schauen Sie, in diesem Moment, es ist das erste Mal, dass man in Europa sagen kann, nicht, dass der Klimawandel kommt, der Klimawandel ist da, oder? Das können wir sagen seit 2-3 Jahren zu jeder Person. Aber wir wissen auch, Herr Brandt könnte wahrscheinlich noch besser antworten, dass wir wissen auch, dass die Zukunft darf nicht Atomkraft sein, es darf nicht Gas sein. Und es ist eigentlich eine Möglichkeit, eine Chance, mit Leuten hier in Deutschland darüber zu reden und zu sagen, deswegen brauchen wir diese Transition. Und ich würde sagen, wenn Deutschland und andere europäische Länder dann wirklich sagen, wir kommen weg von fossilen Brennstoffen und wir kommen unter 1,5 Grad und wir bezahlen, was wir sollen im Süden, das bringt uns viel weiter, meiner Meinung nach. Es ist sehr wichtig, Deutschland ist so ein wichtiges, großes Land, ganze EU. Und ich denke, wenn ihr hier sie unter Druck stellt mit solchen Forderungen, dann haben wir gewonnen. Aber es heißt genau, wie es Esteban gesagt hat, man muss mit anderen reden. Die Leute vor allem, die können jetzt nicht mehr Benzin bezahlen. Mit ihnen reden und dass sie verstehen, warum man sagt, trotzdem, das ist nicht der Weg und Alternative zeigt, sodass wir langfristig weiter leben können und Wasser haben. Thanks a lot, Payal. Vielen Dank, Payal. Wir haben jetzt noch 2 Teilnehmende und dann eröffnen wir die weitere Diskussion. Jetzt von Daniel, der mit dem COP zusammenarbeitet. Danke, Christoph, danke, Payal und Simon Esteban.
glaube, eine der Themen, die immer wieder aufkam in dieser Präsentation, war die Frage von, wie finden wir eine kollektive Antwort, die sich nicht nur auf CO2-Ausstoße fokussiert und den Klimawandel versucht, den Fugen zu halten, sondern wie finden wir eine größere Antwort, um Gerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit zwischen Norden und Süden zu finden. Auch wenn wir es schaffen würden, globale Erwärmung bei 1,5 Grad Celsius zu halten, gäbe es immer noch eine riesige Klimaschulde, die der globale Norden dem globalen Süden schuldet. Klimaschulden, wie Simone erklärt hat, bedeutet, dass der globale Norden zwischen 2/3 und 3/4 der CO2-Emissionen und der Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. Das sind riesige Exzess-Emissions, Überschuss von Emissionen, und insgesamt sind es etwa 92%, die der Verantwortung, die auf diese Staaten zurückgeht. Klimaerwärmung ist fraglos ein Effekt von Kolonialismus. Die kolonialen Länder beuten weiter fossile Energien aus. Und was sie im Moment bezahlen für die Länder, die am stärksten leiden unter den Klimaeffekten, wird es klar, wie bezahlen wir diese riesigen Schulden? Wir müssen sie erst akzeptieren und ehrlich darüber reden, über die Verantwortung von reichen Staaten in den ganzen globalen Norden. Und dann müssen wir fragen, was für Mechanismen können wir schaffen, um diesen Schaden, den wir einrichten, zurückzubezahlen. Bewegungen im globalen Süden haben darüber seit langem nachgedacht. Sie nennen es Entschädigungen und Zurückzahlungen. Aber viele von diesen sozialen Bewegungen sind die Nachfolgen von entsklavten Menschen. Es können Migrationsgruppen sein, Leute von der afrikanischen Diaspora. Und diese Leute haben viel über Zurückzahlung und über Kompensation für den Schaden, die europäischen Länder angerichtet haben, gesprochen. Wir sehen das heute zum Beispiel in Bewegungen wie in den karibischen Inseln, die mit dem britischen Staat über Entschädigung reden. Was wir in den COP-Spaces, in den COP26 gesprochen haben, ist, woher nehmen wir das Geld, um den globalen Süden zu unterstützen und den dafür zu bezahlen, die notwendigen Schritte zu nehmen, um die Energiewende zu schaffen. Es darf nicht die Arbeiterbevölkerung sein, die dafür bezahlen, sondern es müssen die Nationalstaaten sein, die verantwortlich sind, um diesen Übergang zu erlauben. Die Antwort von Europa, von den USA, von den ganzen ex-kolonialen Mächten versuchen immer wieder, es in ein Narrativ von Großzügigkeit zu bringen. In 2009 hat Barack Obama und Hillary Clinton zum Beispiel versucht zu sagen, dass sie den globalen Süden 10 Milliarden US-Dollar im Jahr zahlen müssen. Das war einfach vollkommen willkürliche Zahl und einfach eine Art Bestechung, um die Schulden, die die USA an den Rest der Welt hat, zu vergessen. Die Länder aus dem globalen Süden haben hauptsächlich gesagt, das ist nicht genug. Wir haben keine Lust, so mit euch darüber zu reden. 100 Milliarden im Jahr ist keine Zahl, die irgendetwas mit den Realitäten von dem Schaden zu tun hat. Wir müssten eher von 400 Milliarden bis 3 Billionen sprechen. Die Bewegung für die Schulderlass muss große Übertragungen von Wissen und von Technologie beinhalten, wie die UN es. Während die UN es versucht, in eine sehr schmale Herangehensweise zu bringen. Die Idee von diesen 100 Milliarden
war, das bis 2020 zu etablieren. Wir sind 2 Jahre später, reiche Länder haben immer noch gar nichts gezahlt. Und wenn man schaut, woher das Geld kommt, sind die gleichen Institutionen, die Geld bekommen von den Ländern im Süden durch die Schulden und die davon profitieren. Es ist eine Herangehensweise, die nur den Bedürfnissen des globalen Nordens entspricht. Ich glaube, die positive Sache darin ist, dass es immer eine Chance gibt, die Art, wie wir darüber reden, zu verändern. Wir sprechen jetzt immer wieder mehr über Entschädigung für den Klimaschaden. Und am 23. September wird es einen weltweiten Klimastreik geben, um Geld von den globalen Norden zu verlangen. Es wird unter anderem von den Fridays for Future in den am meisten affektierten Gegenden geleitet. Um ein Momentum zu schaffen, müssen wir uns auch zu uns selbst drehen. Wir sehen, dass zum Beispiel die 5 größten Energie- und fossilen Konzerne, die insgesamt über 10% von globaler Erwärmung beigetragen haben, sind alle im globalen Norden. Und wir halten sie nicht genug zur Verantwortung. Diese 5 Firmen im letzten Jahr haben 60 Milliarden Dollar Profit gemacht, während der ganze Rest der Welt unter den Konsequenzen der Energiepreise leidet. Es ist ein Moment, ein einmaliger Moment, wo wir uns zusammen, wo wir zusammenkommen können, um uns mit dem globalen Süden zu verbinden und mit den Arbeitergruppen, die nicht mehr ihre Energiepreise bezahlen können. Wir müssen uns fragen, wie können diese Firmen und die verantwortlichen Personen für den Schaden bezahlen, den sie anrichten? Wir bräuchten ungefähr 2-5% des Bruttoinlandsproduktes, das für Klimareparationen benutzt wird, und das darf nicht von den meisten marginalisierten Bevölkerung bezahlt werden, sondern muss auch ihnen profitieren. Und wir müssen über andere Entschädigungsprozesse sprechen, dass wirklich die, die am meisten Verantwortung tragen, am meisten bezahlen. Und es ist ein Anmerkungsmoment, um darüber zu sprechen. Bei Global Justice Now arbeiten wir mit unseren Partnern und PartnerInnen im globalen Süden. Wir arbeiten mit Menschen und Gruppen in England, die viele politische Arbeit leisten werden zwischen Oktober und dem COP27-Moment, in dem die UN wieder zusammenkommt, um über Klimawandel zu sprechen. Und worüber wir wirklich reden müssen, ist über die Besteuerung dieser großen Konzerne, die riesige Profite machen, um stattdessen die Leute zu bezahlen, die Schwierigkeiten haben, mit den Gaspreisen mitzuhalten. Das ist eine Kampagne, an der wir jetzt in England angefangen haben zu arbeiten und im Vereinigten Königreich, weil es da besonders viele solche Firmen gibt, aber es gibt welche ein bisschen überall in Europa, diese Firmen, die zur Rechenschaft gehalten werden müssen. Es gibt welche wie Repsol in Spanien, die jetzt konfrontiert sind mit peruvianischen Fischer-Communities, weil es einen großen Auslauf von Öl gab, das das ganze Ökosystem aus der Balance gebracht hat. Aber zum Beispiel Repsol akzeptiert keinerlei Verantwortung. Ähnlicher Fall, ein Landwirt in Peru hat einer anderen großen Firma, hat sie angezeigt. Und wieder haben die großen Firmen keinerlei Verantwortung übernommen und wollen keine Entschädigung zahlen. Es ist also ein Moment, wo wir wirklich die Art, in der wir darüber sprechen müssen, ändern. Wir müssen weite gesellschaftliche Unterstützung für diese Bewegung schaffen. Und es geht nicht nur darum, den Prozess zu stoppen oder nationalisieren,
sondern wir müssen darüber global nachdenken und dass die Forderungen, die wir tragen, global ausgerichtet sind. Daniel. Dankeschön, Daniel. Und dann haben wir jetzt den nächsten Sprecher. Professor für internationale Politik in Wien und vor allem in einer lateinamerikanischen Bewegung mitarbeitend. Ich freue mich, dass wir ihn hier haben, um diese Runde zu beschließen. Aber bevor wir das Wort weitergeben, wollte ich noch etwas sagen. Nach diesem weiteren Redebeitrag haben wir die Möglichkeit, Fragen anzunehmen. Und wir würden uns freuen, wenn alle, die eine Frage stellen, am Anfang die Hand heben könnten, damit wir dann ungefähr wissen, wie viele Fragen uns erwarten. Und dann haben wir die Zeit, alle nach vorne kommen zu lassen und Fragen zu stellen, aber das wäre gut für den Überblick. Gut, bitteschön. Guten Nachmittag, einen schönen guten Nachmittag, danke für die Einladung. Da ich der Letzte bin, der heute etwas sagt, würde ich gerne denen danken, die uns diese Kommunikation heute ermöglichen. Und zwar möchte ich mich bei den Dolmetschern und Dolmetscherinnen bedanken. Ich bin gerade aus Chile zurückgekommen in Argentinien, wo wir eine Konferenz hatten, um über ein Referendum in Chile zu sprechen, was dort im September stattfindet. Und als allererstes möchte ich mit Ihnen teilen, dass es in Chile jetzt eine sehr starke Bewegung gibt, die von Tür zu Tür geht, um Menschen zu überzeugen, dass sie diese neue Verfassung unterstützen müssen. Es gibt eine große Lobby, die das Geld hat und die Macht hat und versucht, dieses Referendum zu verhindern, diese neue Verfassung zu verhindern. Und wir müssen jetzt aus der Erfahrung lernen. Wir haben gesehen, wie wichtig es ist, mit Menschen zu sprechen, die eben nicht in unserer Blase sind. Und wie Esther Ben schon erwähnt hat, dieses zweitgrößte Fracking-Feld auf der Welt und die Regierung, die dort mitarbeitet. Es gab einen Artikel über die Energierevolution, denn die Energierevolution in Argentinien ist für die jetzige Regierung, für die bedeutet Energierevolution, dass sie auf jeden Fall Energie haben, egal wie teuer. Auf jeden Fall möchten sie ihr Gas irgendwie verkaufen, egal wie. Das ist ihre Vorstellung davon, was eine Energierevolution ist. Ein gerechter Übergang. Wurde also darum gebeten, über Solidarität in diesem Kontext zu sprechen. Dieses Thema habe ich auch in einem Buch angeschnitten, das ich vor einer Weile mit einem Freund veröffentlicht habe. Wir haben morgen um 10 noch einen Workshop. Ich freue mich, wenn ein paar dazukommen mögen. Und unser Ausgangspunkt, ich denke, das ist wichtig, wenn wir über Energien und Übergänge sprechen. Unser Ausgangspunkt ist natürlich Macht. Daniel hat eben schon die 5 großen Unternehmen erwähnt, die einen Großteil der Macht haben. Es geht hier um Macht. Es ist aber auch hier ein Kampf gegen diese westliche Art zu leben, die so attraktiv ist. Denn viele Menschen in unseren Ländern möchten größere Autos und einfach mehr. Das ist subjektiv. Es ist oft auch Gier, aber es kommt auch daher, dass wir davon beeinflusst werden. Teilweise ist es aber auch einfach notwendig. Wer auf dem Land wohnt, braucht ein Auto, um irgendwo hinzukommen, weil es keine öffentlichen Transportmittel gibt. Diese europäische Lebensweise ist, dass in unserer Gesellschaft im globalen Norden oder auch manchmal im globalen Süden, Buenos Aires oder anderen Gegenden, da ist es immer noch attraktiv, auf eine Art zu leben, die von billigen Arbeitskräften abhängt. Und das ist nicht, weil die Menschen schlecht sind, sondern einfach, weil es aus den Bedingungen entstammt, die um uns herum sind, politisch, wirtschaftlich und alle.
vor 100 Jahren hat jemand das eine Hegemonie genannt. Es gibt die Zustimmung aus unserer Gesellschaft zu diesen Bedingungen. Ja, wir möchten irgendwie Machtverhältnisse ändern. Wir möchten Großunternehmen daran hindern zu tun, was sie wollen. Aber die wirkliche Herausforderung ist es, Menschen die Folgen ihres alltäglichen Handelns bewusst zu machen. Durch Mobilisierung, durch Kampagnen, durch Bewegungen wie die Last Generation. In Deutschland und überall sonst. Also nur als ein kurzer Überblick oder vielleicht als eine kurze Idee meinerseits. Eine solidarische Lebensweise. Das wäre prinzipiell für eine globale Klimagerechtigkeit. Nicht auf Kosten anderer zu leben. Andere nicht auszubeuten. Für Autos, für Kleidung und für alles andere. Und auch nicht auf Kosten anderer Nationen zu leben. Ein gutes Leben für alle auf einem guten Planeten zu schaffen. Und es ist nicht genug, einfach Bewegungen aufzubauen. Bewegungen sind wichtig, das möchte ich nicht in Frage stellen. Aber es gibt immer noch einen deutlichen Eindruck von bestimmten Ansichten, die sich in unserem Leben niederschlagen. Wir müssen imperialistische und andere Strukturen ablegen und ihnen entgegentreten. Wir müssen uns dessen bewusst sein, unter welchen Konditionen viele Menschen leben. Soziale Bewegungen sind wichtig. Aber es gibt eben nicht die klare Unterscheidung. Hier ist eine progressive Bewegung, wir können den Rest der Welt verändern. Sondern wir müssen uns umschauen, wir müssen mit allen sprechen und arbeiten. Wir arbeiten auch immer noch mit Handelsgemeinschaften zusammen. Es ist also kein Kampf, wo ganz klar ist, wer mit oder gegen wen arbeitet. Wir müssen strategisch denken. Wir müssen überlegen, wie können wir Arbeiter überzeugen, mit uns zu kämpfen? Wie können wir die Politik ändern? Was ist eine alternative Wirtschaft? Welches sind die Alternativen, die wir in diesem Wirtschaftssystem schaffen können? Was können wir ändern? Wie können wir die Produktion unseres Lebensmittelbedarfs ändern? Um es anders zu sagen, wir haben so viel Erfahrung gemacht. Und wir wissen jetzt, dass wir unseren Fokus ändern müssen. Wir dürfen uns zum Beispiel nicht mehr immer auf Autos fokussieren. Es ist so eine typisch deutsche Idee zu denken, dass wir jetzt 50 Millionen Autos umstellen können vom Verbrennungsmotor auf den E-Motor. Das ist eine Falle, eine Sackgasse. Das ist wieder eine kapitalistische Art, dem Klimawandel entgegentreten zu wollen. Das sehen wir anders in vielen anderen Ländern. Was wir jetzt brauchen, ist diese solidarische Lebensweise, zum Beispiel öffentliche Transportmittel. Wir müssen bestimmte Arten der Mobilität verhindern. Es kann nicht sein, dass Menschen jeden Tag 50, 60 Kilometer reisen müssen, um woanders hinzukommen, zur Arbeit oder zum Einkaufen. Wir brauchen eine Landwirtschaft, die ökologisch ist. Wir wissen all diese Dinge. Um es also noch einmal zusammenzufassen, ja, ich glaube, dass wir noch viel zu tun haben. Ich habe viel zu dem Thema geforscht und ich habe mit vielen Bewegungen zusammengearbeitet in Österreich und in Deutschland, Gewerkschaften in diesen Gegenden. Aber ich möchte uns hier nicht überlassen und ich möchte auch nicht sagen, wir müssen jetzt mit den Arbeitern sprechen. Aber das ist auch unsere Arbeit, aber auch etwas, was alle anderen betrifft. Es betrifft auch die Arbeiter und ihre Gewerkschaften. Ich würde nicht sagen, dass es die Aufgabe von uns allein ist. Es ist wesentlich, dass wir jetzt zuhören. In dieser Art, wie wir miteinander arbeiten, mit diesen Bewegungen, müssen wir uns dessen bewusst sein, dass Klima- und Umweltthemen immer wichtiger werden. Ich hoffe, dass das klar wird. Es kann nicht sein, dass die globalen Bewegungen jetzt da stehen und sagen, oh, wir können die Arbeiter nicht überzeugen. Es ist auch unsere Aufgabe, aber es ist eben auch die Arbeit von Gewerkschaften, von
von Arbeitern. Ich glaube, das ist auch etwas, was hier heute bei der Diskussion sehr klar geworden ist. Wir müssen politisch sein, aber wir müssen auch zu bescheiden bleiben. Wie wir hier bei ATTAC und bei anderen Bewegungen sind. Wir sind nicht stark im allgemeinen Sinne dieses Wortes. Nicht stark, wenn wir auf das große Gemeinsame schauen. Aber wir können stark sein, wenn wir uns auf bestimmte Konfliktpunkte konzentrieren. Wir werden abends auch noch einmal auf dieses Thema zu sprechen kommen, im nächsten Forum. Wir brauchen also diese Kampagne, andere nicht auszubeuten. Eine Kampagne für einen gerechten Übergang. Das ist unsere Stärke. Aber wir sollten nicht glauben, dass wir das große Gemeinsame alles sehen, das Gesamtbild, dass wir sehen können, hier ist Klimawandel, hier ist Krieg, dagegen müssen wir vorgehen, dass wir all dies angehen könnten. Das muss uns klar sein. Wir sollten uns nicht übernehmen. Wir müssen bestimmte Themen und Punkte identifizieren und uns mit diesen befassen, wie der Energiekrise, wie den Energiepreisen. Und dagegen müssen wir dann erstmal vorgehen. Und wir müssen den Konflikt im globalen Süden unterstützen. Das ist eine Stärke der globalen Bewegung. Das ist die Stärke, dass wir übereinander Bescheid wissen, uns gegenseitig unterstützen können. Und ich komme jetzt auch wirklich zum Ende. Ich habe nur noch eine Ansage. Vor 2 Jahren gab es in Wien eine Veranstaltung. Viele haben vielleicht auch online teilgenommen. Es wurde noch online verlagert wegen Corona. Es gab 4000 Teilnehmende online und wir haben versucht zu verstehen, wie wir diese Agenda des Verkleinerns, des Gegenwachstums, des Entwachsens voranbringen können. Und gegen Wachstum zu sein bedeutet nicht, dass wir für Sparmaßnahmen sind, sondern sich gegen diesen dauerhaften Wachstum zu entscheiden bedeutet, dass wir der jetzigen kapitalistischen Struktur entfliehen wollen. Denn viel Arbeit unter schlechten Bedingungen, viele Konflikte entstammen kapitalistischen Systemen. Diese Produktion von Mobilität, von Gesundheit, von Bildung. Wir müssen Dinge ändern, um dieser kapitalistischen Ansatzweise auch zu entkommen. Wir müssen herausfinden, was die solidarische Lebensweise ist. Danke. Thank you very much. Danke. Nun hatte ich ja gefragt, dass alle die, die eine Frage stellen wollen, sich zu dem Mikrofon bewegen. Wenn Sie stattdessen etwas aufschreiben möchten, können wir das auch tun. Wir werden das vorlesen. Gehen Sie einfach zum Mikrofon. Dort ist jemand. Gehen Sie ruhig runter. Okay. You will have to answer. Yeah. Okay, 4 here, that's it, 3 here, no one else. Okay, no. Gibt es noch andere? Bitte nicht mehr als 2 Minuten, gerne aber auch weniger. Wer möchte anfangen? Non, je ne veux pas savoir. Ok, the first one start here. Wir starten dann hier auf meiner Rechten. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Mein Name ist Hanna. Ich bin Ukrainerin, wohne aber gerade in der Schweiz. Und ich würde gerne Fragen stellen über unsere Position zur Energiekrise.
Und je länger dieser Krieg andauert, desto populärer wird dieses Thema. Inwiefern die ökonomischen Konsequenzen der Sanktionen und des Krieges den Way of Life, die Lebensweisen einschränkt. Und das wird sicherlich auch von rechten Populisten aufgegriffen werden. Und die würden gerne das einfach so weiterführen, wie es bisher läuft, dass man Gas aus Russland kauft. Und die würden dafür auch Geschäfte mit Putin machen. Da gibt es auch eine Verantwortung für den Krieg, weil die ganze Zeit schon gehandelt wurde mit Putins Regime. Wir sind hier also in einer sehr gefährlichen Situation, wo die soziale Krise uns wirklich hart treffen wird. Und meine Frage ist, wie ihr und die Organisation, die ihr repräsentiert, zu diesen Fragen antworten wird, wenn diese soziale Krise uns wirklich ins Haus steht. Was werden wir tun mit der mit dem Mangel an Energie? Wir würden gerne über konkrete Konflikte sprechen. Und am Samstag wird es die rote Linie in Lützerath geben. Und ganz kurz möchten wir vorstellen, eine kurze Werbeeinlage für eine Minute. Am besten hier vorne. Kommt alle zur Aktion am Samstag? Das kann ich hier nicht hören, in der Kabine. Nach Thank you very much. And vielen Dank. Und wenn Sie in kurzen Worten auch noch weiteres dazu sagen wollen, können Sie das gerne jetzt tun. Okay, we know the message. Next Saturday. Ich denke, die Botschaft haben wir verstanden. Und wer mehr Informationen dazu braucht, das steht alles ja auch im Programmheft. Hallo, mein Name ist Martin Kessler, ich bin deutscher Filmmacher. Ich habe viel zu tun seit 10 Jahren mit der Bewegung im Amazon. Und dort wird einer der größten Dämme der Welt gebaut. Und wir haben einen Workshop hier im Raum 300. 200. Ah, und dort wird es ein Film geben, der dauert 90 Minuten, ist eine Dokumentation. Und ich möchte Sie gern einladen, dorthin zu kommen. Belle Monte ist tatsächlich einer der schlimmsten Dämme. Und ich denke, da können Sie viel zu lernen. Der Film wird auf Englisch sein. Und die Bilder sprechen auch für sich selbst. Hallo, ich bin Lea. Und ich denke, dass es da Konflikte geben könnte zwischen der Position von Esteban und Daniel. Was ist das finanzielle Gegengewicht? Was ist der Gegenwert ist zu diesen Zahlen 400 Milliarden.
Wir haben Länder, die mit diesem Schuldenerlass vielleicht weniger zu tun haben und Länder, die tiefer in Schulden sind, die jetzt mehr Unterstützung brauchen. Was war also die Antwort, wenn wir uns anschauen, die Bewegung, die für den Schuldenerlass ist und für den Klimaschutz? Die Frage ist jetzt, es gibt Vereinbarungen oder es gab Verhandlungen zum Thema 100 Milliarden Unterstützung im Jahr und dann gab es die Gegenmaßnahme. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir mit diesen Forderungen um? Was ist die Antwort darauf? Ich würde also gerne einmal alle Redner und Rednerinnen fragen, ob sie da nicht auch einen Konflikt sehen zwischen diesen Forderungen und ihren persönlichen Ansichten. Zwei Fragen, vor allen Dingen wahrscheinlich an Daniel. Über die Verluste. Was ist die Idee mit der Versteuerung von internationalem Warenverkehr und wie kann man diese Steuereinnahmen dem globalen Süden zuführen? Und inwiefern sich das jedes Jahr erhöht, die Menge des Geldes? Auch im Hinblick auf die lokale Produktion. Also ich befürworte das komplett, die Schulden zu begleichen. Und da gibt es vor allen Dingen zwei Fragen, Geld und die Reduktion von Emissionen, die durch Transport verursacht werden in der Welt. Zweite Frage. Wie können wir weg von einem imperialen Leben und den Strategien von Greenwashing, die große Unternehmen fahren? Und gibt es dort bestimmte technische Probleme im Blick auf Paragraph 6 des Internationalen Klimakonsortiums? Für diejenigen, die sich jetzt mit diesem Offset nicht vertraut sind, die Idee dahinter ist, dass man auf der einen Seite Emissionen produziert und die dann aber ausgleicht, dadurch, dass man einen Wald irgendwo pflanzt. Meine Frage behandelt Gewerkschaften und den Klassenkampf trifft. Es gibt einen großen Konsens, dass das irgendwie zusammengehört, aber die Rolle der Gewerkschaften scheint gar nicht so klar zu sein. Da gibt es ganz viel Skepsis gegenüber. Über den Einfluss der Gewerkschaften, inwiefern die einen strukturellen Verbindung haben zu den kapitalistischen Unternehmen. Und gleichzeitig muss aber die Bewegung der Arbeiter unbedingt geschehen für einen Klimawandel. Und die Gewerkschaften sind da ganz vorne dran. Und ich weiß nicht genau, wie hier der Zugang sein soll, ob das auch durch die Gewerkschaften geschieht oder anders. Ich wollte kurz fragen, ob es möglich ist, die Frage auch in Deutsch zu stellen. I'd like to ask. Ich würde gerne fragen. Wenn es um Klima Gerechtigkeit geht. Don't forget that people can speak in German or French. Put your... Warum tatsächlich also eine Geschlechter Falschverteilung da ist, immer wenn es ums Klima geht und um Geld geht auf dieser Welt, sage ich mal, nicht nur in Europa sitzen dort 4 Männer und eine Frau, selten umgekehrt. Was ist die Umgang mit Geld und mit der Ausbeutung dieses Planeten,
sag ich mal, wo ist da die Geschlechtergleichverteilung? Warum werden tatsächlich mehr Männer als Experten gesehen für diese Klima- und Geldkrise auf dieser Welt? Thank you. Your turn. Fred, ich komme aus Krefeld, hier direkt aus der Nachbarschaft. Eine Frage an Daniel Willis. Ich hoffe, ich habe nur falsch verstanden. Vielleicht war es auch eine falsche Übersetzung. Aber wenn er sagt, nicht die Menschen und die Arbeiter sollen diesen Finanztransfer, diesen Ausgleich, diese Rückzahlung, wie er es genannt hat oder wie man es nennen kann, bezahlen, sondern die Staaten. Ja, der Staat ist nach Marx der Generalunternehmer. Das sind dann wieder die Menschen und die Arbeiter, die den Staat über Steuern finanzieren. Ich glaube, da muss man weiter nachdenken, wenn ich das richtig verstanden habe oder ich habe alles falsch verstanden. Thank you. Your turn. Danke. Jetzt sind Sie dran. Ich bin Margarita und meine Frage ist, wieso nehmen wir nicht immer das Militär und deren Emissionen, warum nehmen wir die nicht mit auf in unsere Berechnung zur Klimagerechtigkeit? Die werden immer ausgelassen in den Berechnungen. Und das erscheint mir, und für mich bedeutet Frieden die Voraussetzung zum Überleben. Und deshalb müssen wir zurück in unser Bewusstsein bringen. Und auch in unsere Arbeit und in die Bewegung. Heute mehrmals betont worden, dass es wichtig ist, dass sich die sozialen Bewegungen der Klimafrage annehmen und dass die Klimabewegung sich der sozialen Frage annimmt. Bei Attac Deutschland haben wir das Motto sozial-ökologische Transformation und wir achten darauf, dass es da ein Gleichgewicht gibt. In Deutschland hat auch Fridays for Future das schon erkannt. Da gibt es auch sozusagen den Versuch, das zusammenzubringen. Ich war gestern in einem Workshop, Christoph, du warst auch dabei, wo es um die Einschätzung, die Situation der sozialen Bewegung in der neuen politischen Weltlage ging. Ihr habt eine Stunde lang sozusagen Analysen gebracht. Das Wort Ökologie und das Wort Klima kam kein einziges Mal davor. Ich frage mich wirklich, und das ist vielleicht auch eine Frage an Christoph, wie ihr das in Frankreich diskutiert, oder ich zweifle daran, dass in großen Teilen alter linker Organisationen die Klimafrage, das Überleben, die Notwendigkeit, sozusagen diesen fossilen Kapitalismus abzuschaffen, ob die dort schon angekommen ist. Dankeschön. Thank you. I think the last one is you, Annick. Und ich denke, die letzte sind nur Sie. Ich bin Annick von Attac Frankreich. Ich möchte gerne darauf eingehen, wie wichtig es ist, sich mit ökologischen und sozialen Themen zu sprechen und diese auch zusammenzubringen. Und das basierend vor allem auf den Erfahrungen in Frankreich. Da gibt es ein Kollektiv, was vor 2,5 Jahren entstanden ist. Plus Jamais Ça heißt dieses Kollektiv und das definiert sich als Allianz für einen Bruch mit der aktuellen Situation, der sozialen und ökologischen Situation und ist entstanden aus Gewerkschaften wie CGT und anderen, auch Attac oder Organisationen wie Greenpeace, Oxfam oder Bauernverbände sind Teil davon. Und ich denke, das, was die machen, ist Arbeit, die vorher noch nie geleistet wurde, dass Gewerkschaften mit Greenpeace und anderen Organisationen zusammenarbeiten und das auf dauerhafte und nachhaltige Art und Weise. Das ist etwas in den sozialen Bewegungen, was wir so in Frankreich vorher noch nie gesehen haben. Es gab vorher schon
punktuelle Zusammenarbeit, einzelne Aktionen, die aber tatsächlich limitiert waren auf bestimmte Aspekte, wo dann bestimmte Gewerkschaften wie die CGT zum Beispiel teilgenommen haben, andere aber auch wiederum nicht. CGT zum Beispiel hat auch sehr lange die Atomenergie vertreten und da können Sie sich ja vorstellen, wie schwierig die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Greenpeace zum Beispiel war. Und ich denke, was da vor allem zu Veränderungen geführt hat, ist, dass nun Gewerkschaften verstanden haben, dass die ökologischen Herausforderungen und die Klimakrise wichtige Themen sind, die nicht länger ignoriert werden können, die auch wichtig sind für die Arbeitswelt. Und andererseits denke ich, dass auch die großen NGOs wie Greenpeace und andere verstanden haben, dass man soziale Themen auf die Agenda setzen muss, damit es nicht zu einem Bruch kommt. Und ich denke, was da nun seit 2,5 Jahren passiert, ist sehr gut. Man hat da eine Plattform geschaffen, wo unterschiedliche Forderungen gestellt werden, 30 Forderungen rund um das Thema Covid, aber auch andere Themen. Und dank dieser Plattform hat man es auch geschafft, Arbeitsplätze zu sichern, so zum Beispiel in einer Druckerei in Westfrankreich, die von einem multinationalen Unternehmen aufgekauft wurde und dort dann die Produktion einstellen wollte. Dort vor Ort wird Papier recycelt. Und dort wurde ein Kampf geleistet, vor allem von Seiten der Gewerkschaft, der CGT, der aber auch unterstützt wurde von diesem Kollektiv, Plus Jamais Ça. Und das war natürlich eine sehr gute Unterstützung, nicht nur dort vor Ort. Und das hat dafür gesorgt, dass Arbeitsplätze garantiert und erhalten bleiben konnten, aber dass auch dort weiterhin Papier recycelt wird, was ja sehr wichtig ist. Und meiner Meinung nach gibt es 3 Gründe, die dazu geführt haben. Zum einen haben soziale und ökologische Bewegungen verstanden, dass sie nicht gewinnen können, wenn sie nicht beide Themen zusammen angehen. Und deswegen führen sie den Kampf nun gemeinsam und da ganz konkreten Kampf an ganz konkreten Stellen. Und um zu einem Ende zu kommen, möchte ich noch sagen, das hat gewisse Linien verschoben in den Organisationen, in der CGT zum Beispiel. Da gibt es nun neue Diskussionen rund um ökologische Belange. Und in den NGOs wie Greenpeace oder anderen gibt es nun Diskussionen darüber, ob es nicht notwendig ist, Allianzen zu machen mit Gewerkschaften oder anderen, mit denen man vielleicht nicht zu 100% einverstanden ist. Aber gemeinsam kann man den richtigen Weg finden und diese Themen angehen. Vielen Dank. Okay, I think no one else wants. Ich sehe, dass niemand sonst etwas sagen möchte, deswegen kommen wir jetzt zu den Antworten. Und ich möchte Esteban anfangen lassen, weil er um 4 Uhr losfahren muss, dass er jetzt mit den Antworten beginnt. Ja, danke. Ich werde auf die Frage eingehen, wo es darum ging, wie sich unsere Positionen hier gegebenenfalls nicht verstehen. Was Daniel zum Thema Reparationszahlung gesagt hat, ergänzt perfekt, was ich auch vertrete. Wir haben nicht alle unsere Themen ausgiebig erklärt, weil Payal dann ja noch gehen musste. Aber deswegen komme ich da jetzt nochmal drauf zu sprechen. Die Klimaschulden des globalen Nordens befinden sich irgendwo bei mehreren Billionen bis Trillionen. Es ist mehr Geld, als irgendwie festgesetzt werden könnte, aber irgendwie muss man auch beziffern, was die Schäden sind, die durch den Kolonialismus entstanden sind. Die finanziellen Schulden, über die wir hier sprechen, diese Klimaschuld, ist winzig, wenn wir das vergleichen mit der Klimaschuld, die der globale Norden hat. Eigentlich sollte also der Norden uns zahlen. Wir haben festgestellt, dass es eine Möglichkeit gäbe, diese Schulden ein wenig zu mischen. Und es geht jetzt aber darum, dass wir nicht weitere Kredite aufnehmen. Wir möchten nicht weiter Geld leihen. Der Norden möchte diesen Norden durch Geld leihen tilgen. Das möchten wir aber nicht. Und wie Payal gesagt hat, möchten wir aber ja weiterkommen. Wir möchten unsere Bewegung voranbringen. Wir reden nicht, weil wir uns gerne reden hören. Das gibt's schon genug.
Wir haben festgestellt, dass diese finanziellen Angelegenheiten, diese Geldschulden, ein wesentlicher Punkt sind, weil sie wesentlich dazu beitragen, dass die Fossilindustrie sich weiter und weiter ausbaut. Auch wenn alle europäischen Regierungen hier in eine andere Richtung gehen. Das Paris Agreement, alles, was Macron und alle anderen sagen. Sie machen einfach nur damit weiter, dass der globale Süden von dem globalen Norden weiter ausgebeutet wird. Wir müssen jetzt also von ganz unten anfangen, uns wieder mehr Macht zu verschaffen. Einfach damit wir dem Klimawandel nicht so sehr ausgesetzt sind. Ich überlege gerade, ob es irgendein Land im Süden gibt, was nicht mit Klimawandel zu tun hat. Ganz Afrika, ganz Asien, eigentlich alle Länder überall. Es ist schwer, da irgendeine Gegend zu finden, die nicht mit diesen Themen zu kämpfen hat. Und wir sehen jetzt, dass diese Schulden, die wir hier im Süden sehen, in Argentinien oder in anderen Ländern, dann gibt es im Norden Länder, die direkt mit diesen Schulden zu tun haben. Es gibt den Aktivisten, den ich schon genannt habe, der umgebracht wurde, nachdem er sich dafür eingesetzt hat, dass diese Schulden erlassen werden. Er hat schon gesagt, dass er sterben wird, wenn wir unser Ziel nicht erreichen. Damit hatte er recht. So wie eine Gewerkschaft stark ist, weil die einzelnen Arbeiter stark zusammenarbeiten, so müssen wir zusammen gegen diese Schulden gehen. Und diese Schulden zu erlassen funktioniert nur, wenn wir uns alle zusammentun. Wie ich schon gesagt habe, die Regierung in Argentinien nennt sich progressiv, aber eigentlich legitimieren sie nur die Anleihen, die wir tätigen und die wir weiter tätigen, um Fracking zu betreiben, um Monokulturen voranzubringen und Monsanto wieder stärker zu machen. Wir haben es schon gehört, wir müssen uns mit den Arbeitern zusammentun und stärker werden. Und dann müssen wir eine Gewerkschaft aufbauen mit allen zusammen, damit wir dann den großen Institutionen gegenübertreten können und sagen, nein, nicht mehr mit uns. Damit wir in Berlin, London, Brüssel, Paris, in Zürich, überall, in Washington, dann auch den Druck ausüben können, dass wir handeln können, damit wir in den Medien sichtbarer sind. Das ist, was wir tun müssen und das ist der strategische Gedanke dahinter. Das Finanzielle ist nur der erste Schritt, damit sie dann einsehen, was auch ihre Klimaschuld ist. Denn erst wenn wir diese Klimaschuld dann auch auf den Tisch bringen können und darüber sprechen, erst dann wird der Norden anfangen, gegebenenfalls auch über Schuld zu sprechen. Wir haben bei den ganzen Konferenzen, die in den letzten Jahren stattgefunden haben, gesehen, dass da wenig drüber gesprochen wird. Wenn wir jetzt Geld bekommen vom Norden, dann fließt das ganze Geld nur da rein, diese Schulden an den Norden zurückzuzahlen. Das ist so, als würde man Wasser in einen löchrigen Eimer füllen. Natürlich klappt das nicht. Was wir hier betreiben, ist strategisches Denken. Und das ist das, was wir alle machen müssen. Wir brauchen konkrete Ziele. Konkrete Ziele, die wir erreichen können. Und wenn es um Schulden geht, dann ist es einfach eine klare Ziffer. Wir wissen, wie viele Schulden wir haben, wie hoch diese Zahl ist. Und die Lebensmittelkrise, alles, was auf uns zukommt, die Energiekrise. Wir müssen es schaffen, die Arbeiter hier in Europa mit den Bewegungen hier zu verbinden. Und ich weiß, dass es im globalen Süden Versuche gibt, aber noch nicht ganz klappt. Aber das ist ähnlich, wie ich auch schon gesagt habe, dass wir versuchen, uns alle zusammenzuschließen, um dann Fortschritt zu erreichen. Ich weiß, dass es schwierig ist, es ist fast unmöglich, dass die Bürgerinnen und Bürger hier aufhören zu zahlen, damit die Regierung irgendwann aufhört, Geld an andere Institutionen weiterzuleiten. Aber es ist wichtig, dass wir hier alle zusammenarbeiten, die Arbeiterinnen und Arbeiter überall auf der Welt. Ich habe keine Antwort, aber ich hoffe, dass wir eine finden. Danke. Now. Dann bitte ich noch Simona, ob sie uns ein paar Antworten geben kann. Denn es gab ein paar Fragen zum Thema Arbeiter und Gewerkschaften. Ja, aber als allererstes möchte ich noch ein paar Worte sagen zu Anna und ihrer Frage.
CGIL, die Gewerkschaft in Italien, setzt sich für Frieden ein. Und Krieg ist in unseren Augen keine Lösung für irgendein Problem. Jedes Menschenleben ist wichtig. Und wir haben uns unter anderem dafür eingesetzt, die Ausgaben für das Militär zurückzuschneiden. Denn wir wissen, dass diese auch in puncto Klima ein wesentliches Problem sind. Aber mit dem Krieg zwischen der Ukraine und Russland, diesen Krieg, den wir mit unserem Gas finanzieren, weil wir damit Russland Geld geben. Und gleichzeitig liefert Italien der Ukraine Waffen. Wir sind mit dieser Politik nicht einverstanden. Wir möchten die militärischen Ausgaben beschränken. Wir möchten Frieden erarbeiten. Frieden ist meine Priorität. Ich möchte darüber sprechen, was wir tun. Wir arbeiten mit unseren Partnerinnen und Partnern zusammen. Und es gibt nicht auf einer Seite die Arbeiter und auf der anderen Seite die Aktivisten. Wir fragen nicht, wer wann was getan hat, sondern wir arbeiten zusammen, denn wir alle arbeiten für ein menschenwürdiges Leben. Wir arbeiten mit der internationalen Bewegung zusammen. Wir arbeiten international für das Klima und wir arbeiten mit Umweltorganisationen zusammen, wie auch den Gewerkschaften in Frankreich. Wir arbeiten mit WWF zusammen, mit Fridays for Future. Wir alle arbeiten zusammen. Wenn wir alle zusammen gegen diese wirtschaftlichen, politischen und finanziellen Mächte kämpfen können, dann ist das gut. Aber ich glaube, dass es auch deutlicher geworden ist, was die Herausforderungen hier sind. Die Maßnahmen, die wir fordern, sind wesentlich, um einen gerechten Übergang zu ermöglichen. Wir können nicht mehr in fossile Energien investieren oder in weitere Autofabriken. Und wir wissen, dass die Menschen, die in diesen Berufen arbeiten, ihren Beruf verlieren werden. Wir wissen, dass sie das nicht wollen, aber sie müssen ihren Job verlieren, denn dieser Job ist ein Problem. Aber wir müssen uns auch um diese Arbeiter kümmern. Wir müssen ihnen eine andere Arbeit geben. Eine andere Arbeit, die eine andere Arbeit, die für die Umwelt ist. Eine Arbeit, die irgendwie positive Auswirkungen auf das System hat. Aber um das tun zu können, brauchen wir hohe Investitionen und brauchen den Staat. Die Next Generation EU hatte diesen Wandel anstoßen wollen. Aber das Geld, was wir im Rahmen dieses Plans bekommen haben, nutzen wir nicht dafür. Stattdessen zahlen wir hohe Summen für Gas. Wir nutzen dieses Geld für Gas. Die Menschen in meinem Land geben immer noch sehr viel Geld für Gas aus. Wir investieren nicht in Effizienz oder in alternative Energien. All das wären Investitionen, die viele neue Arbeitsplätze schaffen würden. Und das ist der Kampf, den wir hier angehen müssen. Wir müssen alle gleichzeitig den Klimawandel und soziale Gerechtigkeit angehen. Wir können nicht erst eins und dann das andere betrachten. Wir müssen jetzt beide angehen. Und das ist das Gleiche für den Norden und den Süden. Da sind wir alle zusammen.
Für mich ist das kein Problem von Argentinien oder Italien oder Europa. Wir sind hier alle Brüder, wir sind alle zusammen dabei. Simona. Daniel. Danke, Simona. Daniel. Entschuldigung, der Herr, der gefragt hatte zu dem Zustand von Arbeiten, zu wer wem Geld zahlt. Und es ist eine wichtige Unterscheidung, die hier getroffen werden muss. Wenn es um Rückzahlung geht, um Reparationszahlungen. Wir haben darüber gesprochen, dass 2-6% des Bruttoumlandsprodukts die Summe wären, die an Reparationszahlungen wären. Das ist natürlich etwas, was von Menschen gezahlt wird, die zu dieser Krise eigentlich gar nicht beigetragen haben. Trotzdem bleibt noch die Frage, wer generell zahlt. Und ich bin der Meinung, dass der Staat das Organ ist, was Finanzen verwaltet. Wir können nicht BlackRock oder der Weltbank oder anderen vertrauen, diese Aufgabe zu übernehmen. Es müssen also Staaten sein und es muss irgendwie national geregelt werden. Dieses Geld sollte allerdings nicht aus den Steuern der Bürger kommen, sondern aus den Steuern, die zum Beispiel von fossilen Energieunternehmen kommen. Es sollten Steuern erhoben werden auf das Militär, auf fossile Energien und Transport in diesem Sektor. Es gibt hier Summen in astronomischer Höhe, die jedes Jahr in diesen Bereichen ausgegeben werden. Schon eine mehrprozentige Erhöhung auf Reichtum im globalen Süden könnte diese kompletten Kosten für den globalen Süden abdecken. Wenn wir also die Superreichen höher besteuern würden, hätten wir damit auch schon viel Geld, was wir in den globalen Süden fließen lassen könnten. Es ist also, ja, ich möchte, dass wir Steuern nutzen dafür, aber die große Frage ist jetzt auch, wie viel progressive Steuerregelungen wir noch mit einbringen. Denn dann kommt auch noch die Frage auf, wie wir für öffentliche Dienstleistungen zahlen. Aber ja, ich bin der Meinung, dass die Unternehmen, die mit fossilen Energien arbeiten, auch zahlen müssen. Wir möchten auch darauf schauen, dass Finanzinstitutionen ihren Teil dazu beitragen, wie zum Beispiel BlackRock, was einer der größten Akteure in dieser Branche ist, ein privater Akteur. Das ist auch eine in ökologischer Hinsicht ein kriminelles Unternehmen, wenn man sich anschaut, was die jedes Jahr umsetzen. Wenn man also finanzielle Transaktionen besteuern würde, dann wäre das auch ein wesentlicher Unterschied. Oder wenn man Assets besteuern würde. Ja, ich glaube, deswegen bin ich der Meinung, dass es keinen Konflikt zwischen mir und Esteban gibt. Wir haben verschiedene Forderungen, je nachdem, wenn es darum geht, wie wir uns ausdrücken, was wir fordern, aber wir haben doch sehr ähnliche Ziele. Und wenn der globale Süden über Rückzahlung und Reparationszahlung spricht, dann gibt es auch immer die Forderung des Schuldenerlasses. Und ich denke, dass all diese Themen auch zusammenhängen. Ein Großteil der Länder im Pazifik und in der Karibik, viele der kleinen Inselstaaten, müssen Schulden aufnehmen, weil sie keine Unterstützung bekommen, keine finanzielle Unterstützung, um gegen den Klimawandel vorzugehen. Es gab zum Beispiel in einem Inselstaat riesige Schäden durch Umweltkatastrophen in Mosambik. Und diesem Land wurde überhaupt keine Unterstützung angeboten, auch keine finanzielle Hilfe. Das Land musste 120 Millionen Euro von der Weltbank leihen. Und das Ganze, nachdem westliche Unternehmen Mosambik noch mehr Schulden aufgedrängt hatte. Wir müssen also darauf schauen, wie Länder unterstützt werden können und wie dieser Schuldenerlass vorangetrieben werden kann. Wir können aber also nicht Schuldenerlass oder Schulden verlangen und Geld zahlen und das Ganze tariert sich aus.
Wenn wir also über diese Bewegungen sprechen, über das Global Debt Movement, die globale Schuldenbewegung, dann möchte ich noch sagen, dass wir vom 10. bis 15. Oktober diesen Jahres eine Aktionswoche haben. Diese globale Schuldenbewegung wird aktiv sein. Es geht aber auch um Themen Klimafinanzierung und Reparationszahlung. Und wir werden an diesen Aktionen auch teilnehmen. Es gibt viel online, viele internationale Aktionen, wo man sich auch gerne einbringen kann. Und am 13. und 14. Oktober gibt es mehrere Aktionen, wo Esteban auch dabei sein wird. Und wir sagen zwar manchmal verschiedene Sachen, aber das bedeutet nicht, dass wir in Konflikt stehen. Sondern es gibt einfach sehr viele Forderungen und Lösungsvorschläge und wir verfolgen vielleicht verschiedene Strategien und fordern verschiedene Dinge, aber wir müssen auf jeden Fall alle miteinander arbeiten. Und deswegen bin ich sehr glücklich, mit dir arbeiten zu dürfen. Thank you for this. Vielen Dank für diese Fragen und Beiträge. Ich brauche nur ein paar Minuten, sodass ihr eure Kaffeepause machen könnt. Ich wollte nur sagen, es war eigentlich gedacht, dass wir drei Frauen und drei Männer hier hätten haben sollen. Und ich weiß, es gibt da ganz viel Wissen bei Frauen, auch zu dem Thema Klima. Ich möchte uns dabei jetzt nicht entschuldigen, aber nur um das nochmal klarzustellen. Und wenn es um Militär geht, da brauchen wir mehr politische Analysen und Forschung. Das ist eine kritische Einschreiten, um da ist tatsächlich viel zu wenig Wissen da bezüglich Emissionen. So. Und dann habe ich noch drei Argumente. Der neue Präsident in Kolumbien, der seit zwei Wochen dort Präsident ist und in seiner Eröffnungsrede angekündigt hat, Gustavo hat angekündigt, dass wir die Frage von Schulden nur unter der Frage nach Klima behandeln können. Und zurück zur Frage zur Energieversorgung im Licht des Ukraine-Krieges. Da brauchen wir einfach Antworten drauf. Und das wurde gerade von der Linkspartei nochmal gesagt, dass wir dort, dass wir Macht, politische Macht hinterfragen müssen, die die fossilen Industrien dort haben. Und die Transition wurde in Deutschland dadurch stark verlangsamt. Und ich glaube, jetzt ist der Moment, sich damit zu beschäftigen. Die aktuelle Art und Weise, wie die Akteure im Norden im Zug zu Offsetting im Süden, dass man sich dort irgendwie freikaufen könnte, das ist auf jeden Fall der falsche Ansatz. Aber wenn wir in der Lage sind, es zu verändern von einem Offsetting-Anspruch so zu ändern, dass die nördlichen Akteure die lokalen Akteure im Süden, dass sie kompensiert werden müssen, dann sind wir dicht dran an diesen Fragen nach Repräsentation. Und die Eliten denken dort vielleicht, sie könnten dort irgendetwas machen, aber da müssen wir auch dagegen halten. Ob die Klimafrage nun hier verhandelt wird, bei Tribune? So oder so ist es keine Frage von Ja oder Nein, sondern es ist einfach eine Frage, wie.
die Gewerkschaften in Deutschland sprechen über ökologischen Wandel. Und die ökologische Modernisierung des Kapitalismus. Aber ich würde die IG Metall hinterfragen. Wenn der Verbrennungsmotor ersetzt wird durch die E-Mobilität, also mein Punkt wäre es zu sagen, dass die Gewerkschaften sich nicht davor scheuen, diese Fragen aufzunehmen, aber wir müssen sie dahin bewegen, dass sie nicht einen ökologischen Wandel des Kapitalismus fordern, sondern einen Austritt aus dem Kapitalismus. Vielen Dank für die Fragen und wir sehen uns bestimmt noch im Laufe des Events.